Flo, ich will auch mal die geheime Rezeptliste sehen. Nein. Ja, gib mal her. Nein. Hey, es heißt doch Passive On. Jetzt gibt es her. Hallo und herzlich willkommen zu Jan Tantan. Genau, nach meiner fulminanten Darbietung des letzten Mal geht die Blamage weiter. Denn hier ist wieder eine neue Pass It On Challenge für euch, das Format, das ihr alle so liebt. Und das Thema heute ist... vegane Küche. Ihr habt 10 Minuten Zeit, ausschließlich vegane Zutaten. Und die Reihenfolge heute ist... Flo! Wusste ich? Chung! Haha! Felix! Und Melissa. Nur anrichten oder den Feuerlöscher holen. Mal schauen. Viel Spaß beim Retten. Ich habe Lust auf ein Eigericht. Okay, Steak. Dann Flo, viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Lass die Küche heilen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Das wird ein Chaos. Oh Gott. So, dann geht's jetzt los. Ich starte den Counter. 10 Minuten. Und so, da es jetzt um vegane Küche geht, muss ich mir erstmal ein Bild davon machen, was wir hier alles haben. So, wir haben Nudeln. Das ist schon mal eine gute Basis. Da werde ich auch dem Felix wahrscheinlich eine Freude machen. Dann haben wir Kürbis, verschiedene Gemüsesorten und Früchte. Was ist hier noch Feines drin? Was können wir hier noch? Oh, nice. Cashewmus, Mandelmus. Ah, wir haben sogar so Just Heck. No Meat, geil. Da schwammt mir schon eine Idee. Karotten, sehr gut. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig. Ich werde eine schöne vegane Bolognese machen. Dann habe ich gesehen, rote Linsen. Die kann ich gleich mal aufkochen. Der Kürbis hier, genial. Das würde ich auch direkt mal hier nutzen wollen dafür. Was ist das hier? Hefe? Ein bisschen Gewürze, Thymian. Pilze, die ziehen auch so ein bisschen Umami raus. So, und die Hauptzutaten natürlich für eine schöne Bolognese, Tomaten. In dem Fall nehmen wir uns passierte Tomaten und ein bisschen Tomatenmark. Und Zwiebeln natürlich noch. Das ist unsere Basis. Ich fange jetzt damit an. So, und um das Ganze schön zu kombinieren gleich, nehme ich jetzt erstmal die Linsen, wasche die und packe dann das alles in einen schönen großen Topf. Linsen wäscht man eigentlich im Grunde wie Reis. Ich wasche die jetzt erstmal, damit die entsprechenden Stoffe draußen sind. Dann füge ich ein bisschen Wasser hinzu. Das kochen gleich. So, 5 Minuten jetzt. Ein bisschen Gas geben. Ich mache den Herd an. Und parallel dazu mache ich nochmal ein bisschen Wasser warm. Damit der Prozess sich beschleunigt. So. Es kocht jetzt erstmal, dann kann ich schon mal schneiden, würde ich sagen. Ich habe gehört, die Bolognese ist das beliebteste Gericht der Deutschen. Sagt mal, ob das stimmt. So, ein bisschen schneller machen hier, die Zeit läuft. Also abgesehen von der absolut scharfen Zwiebel, die ich hier gerade habe, da fällt mir ein, mein Nachfolger kommt ja jeden Augenblick. Und ich denke, es ist immer wichtig, wenn man etwas hinterlässt, dass man Spuren der Person auf jeden Fall irgendwie vorzeigt. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal ganz frech die Pfanne hier hinpacken, damit die Person weiß, aha, das musste dann auch gebraten werden. Und ich würde einfach mal das Hackfleisch, irgendwie aufbereiten, das Vegane. In dem Fall nehme ich mir einfach hier so eine Glasschüssel. So, reiße schon mal das Paket auf hier. So, und pack das da rein. Und also wer das nicht, also... wer das nicht versteht... So rein. Boah, eine Minute. Shit, ich muss mich sputen. Zwiebelchen noch fertig machen. Hier mal tiefes Olivenöl. Und dann hier versteht es auch, also Kommunikation ist ja immer der Schlüssel. Das heißt, wenn ich das hier so alles hinpacke, dann müsste selbst der letzte Depp wissen, dass hier auf jeden Fall eine Bolognese gemacht werden muss. Ich bin schon gespannt auf den finalen Schnitt, auf die Rück... Okay, es sind nur noch 10 Sekunden. Dann verführe ich mal wieder einen Tanz. Wie ging das TikTok-Ding? Okay, ciao. So, Flo kam mir mit einem komischen Lächeln entgegen und es sieht... noch nicht chaotisch aus. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich schmeiß gerade das Ding hier um. Ich mach mir einfach mal. Irgendwas brennt über. Huch, das ist ein bisschen heiß geworden. Was kocht denn hier? Das müsste Couscous sein, ne? Hat er einfach alles zusammengelegt, aber warum ist hier Spaghetti? Macht er hier irgendwas Verwirrendes? Auf jeden Fall hat er eine Pfanne bereitgestellt. Zum Braten dieses veganen Hacks. Zwiebeln hat er geschnitten. Ich mache da jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, wofür der Couscous ist. Oder
Das ist Couscous. Nee, das ist nicht Couscous. Couscous ist feiner. Das ist rote Linsen. Ich mag das nicht. Naja, ich habe keine Ahnung, wie man damit umgeht. Das hat einfach fertig. Das kann ich gut. Machen wir mal hier sehr bunte Bolo. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Tomaten, Hack, Öl. Was haben wir denn hier? Natives Olivenöl, Bio. Ja, natives Olivenöl. So. Schön. Ein bisschen Öl muss rein. Ich weiß nicht mehr, wie die Reihenfolge ist, aber ich glaube, ich würde das alles ein bisschen mit reinmischen. Ich sollte mal künftig eigentlich mal Stäbchen zum Kochen mitnehmen, weil ich koche am liebsten mit Stäbchen. Und ich komme mit dem Sparschäler nicht klar. Schön. Ja. Ach, dabei Olivenöl. Okay. Ich weiß nicht, was ich mit dem Kürbis machen sollte. Passt das überhaupt alle mit rein? Das überlasse ich den Profis. Felix und Melissa, die müssen das eh retten. Ich koche nicht viel vegan, aber vegetarisch. Wie sieht es denn bei euch aus? Kocht ihr viel vegan? Oder eher vegetarisch? Oder eher kunterbunt? Geht auch. Ich versuche aktuell eher ein bisschen auf den Fleischkonsum zu achten. So, ich schmeiß jetzt einfach die Zwiebeln in die Pfanne. Okay, zisselt nicht. Habe ich die wieder ausgemacht? Ich habe die Pfanne wieder ausgemacht. Cleverer Chung macht die Pfanne wieder aus. Jo, 5 Minuten. Pilze, ich finde 10 Minuten zu wenig. Kann man ja gar nicht so viel machen. Man muss ja auch noch nachdenken zwischendurch. Also schreibt mal in die Kommentare, 15 Minuten sind viel besser. Da hat man 5 Minuten zum Nachdenken und 10 Minuten, um Chaos zu kochen. Ne? Oh, die sehen durchaus. Ich koche mit Linsen nicht viel. Okay, es ist nicht angebrannt. Aber ich weiß nicht, wo. Und so viel? Hat das Flo einfach hier nur hingeschmissen? Komm, ich schmeiß alles in die. Ich brauch noch ein bisschen. Ja, immer wieder Ruhe. Keine Panik auf der Titanic. Wird es wahrscheinlich noch eine Soße geben. Wobei, die schmeißt man einfach damit rein. Die Pfanne ist einfach zur Verwirrung da. Was haben wir denn hier noch? Ich pack mal hier Pinienkerne mit zu. Pinienkerne sind immer gut. Pinienkerne schaden nicht. Hier einfach hier rauf, die Pfanne brutzelt, die Mohrrüben brauchen ein bisschen. Einfach alles rein. Pfanne kunterbunt. Knoblauch. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Genau deswegen braucht man ein bisschen mehr Zeit, dass man auch ein bisschen nachdenken kann. Letztes Mal habe ich mich beschwert, warum es hier so chaotisch aussieht und heute mache ich Chaos. Geil. Schnell. Wie viel habe ich noch? 1 Minute? Holy moly guacamole. Das ist echt nicht viel Zeit, Leute. So. So, das brutzelt. Ich stelle das hier dazu. Das gehört zusammen irgendwie. Würzen muss ich. Tomatensauce hier mit dran. 20 Sekunden habe ich noch. Kann man ein bisschen mit anbraten und den Rest dürfen die anderen machen. Schön vermischen, damit man es nicht sieht. Nein! Viel Spaß. Ich hoffe, das brennt jetzt nicht an. So, Felix. So, wir laufen. Also, wir haben hier viel zu grob geschnittene Sachen. Und wir haben schon den Bratprozess aufgehört, indem wir Tomatenmark dazu machen. Wir haben hier einen Haufen verkochter Linsen. Wir sehen, dass die richtig schön matschig gekocht wurden. Okay, dann hauen wir jetzt mal hier das Hack dazu. Dann wird das jetzt erstmal eine Geschichte. Ich glaube, es sollte mal eine Bolognese werden mit den Linsen und den Spaghetti zusammen. Aber ja, die sind komplett am Matsch. Okay. Es sollte irgendwas Herbstliches werden. Melissa muss es jetzt zusammenkriegen. Eine Denkkarotte. Wir machen hieraus eine Paste. Der Schredder. Irgendwem ist das hier komplett übergekocht. Wir machen jetzt hier einfach schnell so eine Linsenpaste. Weil ich glaube, Nudeln werden in der Zeit eh nicht mehr gut. Das heißt, wir springen um auf Wraps. Dann wird das nämlich hier so eine Paste, wie ein bisschen Hummus. So, die Wraps. All das hier kommt weg. So, zum Glück muss das vegane Hack, kann hier an der Seite ein bisschen anbraten. So, guck mal, jetzt hat es auch noch mal ein bisschen Farbe bekommen. Dann wird das hier so ein bisschen eine Basis, das muss noch gewürzt werden. Die Karotten sollten so sein, dass sie auch noch nicht komplett hart sind.
Die Platte war hier oben auch noch die ganze Zeit an. Kein Wunder, dass es unten angebrannt ist. Eieiei, Wraps. Unser Thema ist jetzt Wraps, Leute. Das heißt, wir machen den Ofen an. Wir haben hier Hefeflocken. Wir geben den Ganzen noch mal so ein bisschen so eine käsige Note, so ein bisschen Punch. Deswegen schmeißen wir die auch noch hier rein. Die Geheimzutat eines jeden Veganers, Hefeflocken. 6 Minuten nur noch. Ach du Scheiße. Ein bisschen Zitrone. Zitrone, Chilis, Knoblauch. So, rein. Ein bisschen Tahini, so ein bisschen cremige Fett. Zack. Das ist hier wirklich Horror. Ein bisschen Tomate dazu. So nicht zu viel, damit das noch einkochen kann. Wir geben dem Minischuss Zimt. Wir machen das jetzt so ein bisschen pseudo-marokkanisch mit ein bisschen Chili. Knoblauch. Viel. Kumin. So, das lassen wir jetzt hier mal ein bisschen einköcheln. Runter, probier mal hier dieses Unglück. Okay. Das braucht noch ein bisschen Säure. Die waren so verkocht. Okay. So, das kann hier drauf. So, das kommt gleich in den Ofen rein. Hoffentlich, so zum Antoasten. Wir holen hier noch Kräuter rüber. So, das ist eine Geschichte, um das aufzupeppen. Hier Spinat, Rucola, ja, das kann alles rein. Was hauen wir hier noch ein bisschen rein? Schwarze Bohnen. Wir haben zwar schon die Linsen, die so diese herzhafte Note reinbringen. Das wird keine Bolo, sondern das wird einfach so eine herzhafte Masse, die reinkommt. Reis haben wir jetzt keinen, der hier reinpassen würde zum Kochen. So, wir müssen einfach mit ein bisschen von dem Saft leben. Aber dann ist das erstmal so eine sattmachende Komponente. Ich hätte gern irgendwie was Frisches noch dazu. Was haben wir hier noch im Kühlschrank? Haferdrink. Geil. Ah, oh, geil. Oh, ha. Oh ja, vegane Mayonnaise. So, pass auf. Pass auf die Geschichte. Vegane Mayonnaise, klack. Zitrone. Ein bisschen Hefeflocken. Verrühren. Also damit wir halt irgendwas, was am Ende zusammenkommt, halt ein bisschen Fett in die Geschichte reinbringt, aber auch irgendwie was Saures, aber halt, ne? Eigentlich würde ich hier gerne lieber sowas wie Schmand nehmen. Oder Joghurt haben wir da noch vielleicht ein bisschen. Ah! Aber das geht hier in die richtige Richtung. Melissa wird es ein bisschen zu sauer sein. Wir kontern hier noch ein bisschen mit dem Sojajoghurt. Zucker. Ich glaube, das heißt genug. Damit haben wir eine hübsche Masse. Das machen wir hier jetzt noch schnell auf. Damit klar ist, das soll in den Ofen. Und ich will hier noch Löffel hinstellen. Okay, Melissa macht jetzt den Rest. Aber ich glaube, damit kriegt sie was zusammen. Bis gleich. Melissa! Ja! Okay. Wow. Was ist los? Verkochte Linsen. Das ist ein Chili, I guess. Dip. Okay, Wraps, alles klar. Was ist hier drin? Oh, es ist heiß. Wow. Okay, Felix war dran. Ist das Tahin drin? Boah, ist das bitter. Ist das ein Hummus? Ich mache erstmal ein bisschen Salz rein. Linsen, Hummus, irgendwie sowas. Was ist das? Veganes Hack. Und ein Dip. Wir können noch ein bisschen Bums rein, ne? Ein bisschen Knoblauch. Okay, aber er möchte auf jeden Fall anscheinend, dass ich auch Salat reinmache. Ach so, sollen vielleicht die Kräuter in den Dip? Das könnte sein. Ich würde gerne wissen, wer auf diese Linsenidee gekommen ist und wo es eigentlich hätte hingehen sollen. Ich werde eine schöne vegane Bolognese machen. Viel hilft viel. Rein mit dem Knoblauch. Dann nehmen wir ein bisschen Rosmarin und, was ist das? Thymian? Immer gut. Kann ja nie was mit falsch machen, Leute. Warum hatten wir eigentlich immer noch keine süße Passet on? Der Ofen ist an. Für was denn? Für die Wraps vielleicht? Okay, aber die brauchen ja dann echt nur so ein paar Minuten. Geil, ich verbringe einfach meine ganze Zeit damit, Blättchen zu zupfen. Okay, aber was soll ich mit den Cashews machen? Nachher heißt es wieder, ich benutze immer an allem Nüsse. Ich möchte nur sagen, ich habe die da nicht hingestellt. So, dann haben wir doch mal was Gutes draus gemacht hier. Jetzt haben wir noch 5 Minuten. Können wir sonst noch irgendwas da reinmachen? Was haben wir denn jetzt? Was ist denn hier drin? Karotten? Sind das Pilze vielleicht? Ah, wir können auch Mais reinmachen auf jeden Fall. Gott, dieser Linsentopf sieht eher aus wie Sonntag früh vorm Berghain. Ah, ein paar Jalapenos. Können wir auf jeden Fall auch noch nehmen. Geil, dieser Dip macht gar keinen Sinn jetzt. Naja,
ist auch ein bisschen egal, ne? Wer kennt sie nicht? Die mexikanischen Kräuter, Majoran und Rosmarin. Okay, es gibt auch keine Jalapenos. Okay, ich mach mal zwei. Habe ich genug Zeit? Na, wir fangen mal mit zwei an und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ist das Koriander? Koriander und Rucola? Das ist eine seltsame Mischung. Ciao. Den schmeiße ich raus. Ich mag Rucola, aber in der Zusammensetzung, I don't know. Der kriegt doch schon Blasen hier, was für ein Blödsinn. Adults. So, dann nehmen wir ein bisschen, das ist echt, dieses bittere Zeug. Muss ich das nehmen? Fletch. Dann Hackmischung. Schön auf dem Herd verteilen. Alter, diese riesen Hackblöpse auch da drin. Ist auch ein bisschen Sloppy Joe, ne? Ein bisschen Mais. Ein bisschen was von der mäßig passenden Mayo. Ein paar Jalapenos. Koriander. Bisschen Salat. Und dann gibt es heute wohl Wraps in dieser Pass It On. Okay, ist es nicht der schönste, den wir je gemacht haben? Oder vielmehr ich? Wir legen einfach noch ein bisschen Koriander drauf. Wow, so schön. Ah! Okay, noch ein bisschen rein. Gut! Naja, nicht ganz so hübsch, aber ich glaube, es wird ganz okay schmecken. Dann räumen wir mal kurz auf und sehen uns gleich wieder. Alle bereit? Ja. Ja. Was gibt's noch zu essen? Okay, es hat zumindest schon mal auf einen Teller gepasst. Ja, es ist kein Zwei-Gänge-Menü mehr. Es ist kein Obstsalat dabei. Ja. Schade eigentlich. Wobei, warte. Okay, seid ihr bereit? Tada! Oh, ah, ein Rap. Ja. Ein Rap. Okay, was war diese Linsensache? Von wem waren die? Das war von mir, weil ich wollte ein veganes Bolognese machen. Mit Linsen und Kürbis und dann zerkleinern. Und dann ja, nicht schlecht gedacht. Und ich mag keine Linsen. Ich habe es einfach stehen lassen. Und verkochen. Genau, deswegen war es matter, als ich kam. Und dann war ich so, okay, ich versuche noch irgendwie so einen Hummus draus zu machen. Habe dann alles auf Wrap umgesteuert. Weil auch die Nudeln, da war kein Wasser. In meiner Zeit wären die Nudeln nicht mehr gar geworden. Ich habe Wasser gekocht. Die ganze Zeit. Ich habe extra Wasser vorbereitet für ihn. Ja, aber der muss ja in dem Topf und da war die Nudeln. Die hätten mein Chung reingewusst. Tja, Chung. Was hast du eigentlich gemacht? Ich habe Sachen weitergemacht, was Flo angefangen hat. Nee, aber am Ende des Tages zählt ja, wie schmeckt's. Das stimmt. Let's go. Also, ja, ich habe dann noch Jalapenos dazu geworfen. Ja, Mais sehe ich auch. Mais. Okay, ich schneide auf jetzt. Ja, ich nehme ein Stück. Ja, die Linsen waren auch ein bisschen bitter. Ich nehme mal dieses Endstück, dann habt ihr es einfacher. Schweini. Okay, na dann, Leute, guten Appetit. Mm. Kommt doch gut zusammen. Ist richtig geil geworden. Hm? Schön schnattig. Mhm. Ja? Oh ja, gut gemeint beim Rosmarin? Naja. Aber schmeckt gut. Dafür schmeckt noch was. Ja, also so chaotisch wie es war, es schmeckt erschreckend gut. Siehst du, damit zeigt sich, mit ein bisschen Geschick kriegt man immer ein leckeres Essen raus. Ja, auch wenn man keine Linsen will. Also macht das zu Hause nach und wenn es euch gefallen hat, gebt uns alle einen Daumen nach oben. Vergesst Abo und die Glocke nicht. Genau, und es gibt natürlich noch mehr Pass It On Challenges für euch. Die findet ihr jetzt hier an der Seite. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Arriba. Tschüss. André. So, wo ist jetzt der zweite Rap?